Recht herzlich willkommen zur keine Ahnung wievielten Folge von Europa Universalis 4 mit England. Jo, da sind wir. Ich glaube, es ist die 80. Folge, wenn ich mich recht erinnere. Bin mir aber nicht sicher. Doch, 81. 80. hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Genau. So, was war? Letztes Mal war hier hinten noch Neufundland. Da waren noch zwei Länder rein. Ach, guck mal, jetzt ist der Kolonist dann angekommen. Hat er das geschafft? Können wir weiterlaufen lassen. Und Kriegsgrund gegen Britannien und Hamburg. Und das hier ist schon eingemeindet. Okay. Hafen werden blockiert. Und das hier? Ja, da sind sie noch am Arbeiten dran. Okay. Ja, gut. Jetzt ist die Frage, warum hier nichts passiert, ne? Tja. Steuereinnahmen plus 40%. Okay. Ja, lass uns das mal über diesen Weg gerade regeln. Gucken, ist sowieso nur das hier. Und da gibt's auch fast nichts für, aber machen wir trotzdem, ne? So, schließen. Okay. Margaret, erste Procta, oder so ähnlich. Procta, 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 ja. Okay, 215, naja, ist halt so, ne? Ein bedeutender Mann ist in Diensten gestorben, okay. Naja, dann so mal gucken, wie es weitergeht, ne? Was ist denn hier unten in Britannien los, ne? Kann man den Krieg erklären? Naja, da sind so viele Feinde dabei. Österreich ist auch dabei, das ist dann nichts gut für uns. Wie wär's denn mit Frankreich? Okay, die haben auch zu viele Freunde. Wenn der Osmane da nicht bei wäre, dann könnte man das ja nochmal überlegen, ne? Und wie ist hier unten weiter? Ah, Kastilien, aber da haben wir ja keine Ansprüche drauf, bringt dann auch nichts, ne? Ist ein bisschen doof, ne? Ja, das haben wir alles. Mhm. Aufgabe erledigt, dann gibt's eine neue Aufgabe. Errichte Handel in Indien. Oh, bin ich jetzt nach Indien, muss ich dann da irgendwas einnehmen oder was, ne? Wo ist denn Indien jetzt hier? Persien? Indien? Pelze, okay. Aber wie soll ich da einen Handel ein... Malediven müsste ich dann irgendwen angreifen hier oder so, ne? Keine Ahnung, wieso ich da... Nee, das ist ausgeschlossen. Die Rekrutenreserve muss ich erholen. Das machen wir doch erstmal. Ereignisse. Polentown. Das Erbe der Revolution. Das hier erhalten wir 10 Prestige. Auch wegen der Apple. Jo. Minus 1 Reform ergehen. Kastilien wird schlechter, die Meinung. Neufundland Meinung, weil Großchen hat sich um. Okay. Unruhung global minus 1, Kostenstabilität minus 10, Prestige ehrlich plus, komm, zack, machen wir. Jetzt müssen wir nur da drüben was machen. Hier bei Neufundland. Müssen wir, denke ich mal, die Dingensbeziehungen verbessern, ne? Bestätigen. Läuft. Ist zwar noch gut, aber wäre besser, wenn sie mehr sind wieder, ne? So, das läuft. Wie ist denn hier so? Haben wir Anspruch drauf? Ja. Wenn wir den Krieg führen? Österreich ist nicht bei denen bei, aber bei uns auch nicht. Friesland, Trier, Brandenburg und Baden wären dabei. Okay. Bei uns macht nur Holland mit, aber die sind sofort klein, da können wir auch nichts mit anfangen, ne? 14 Einheiten hätten die, wow. Ja, was machen unsere Einheiten hier? Aber wir müssen ja sowieso erst die Rekrutenreserve, muss ich erst erholen, ne? So, das ist das Letzte, das ist auch schon besser, ne? Verschleiß Armeen, das hört sich gut an, ne? So. Defensive Ideen sind durch.
Jetzt haben wir nur noch Wirtschaftsideen, ne? Zentralisierung, okay. Können wir hier schon was machen? Ne. Macht ja auch keinen Sinn irgendwie, ne, gerade. So. Holland. Okay, warte mal. Interkolonialhandel. Neufund erhält 10 Freihandelsbestreben, erhält einen Merkantilismus. Verliert Merkantilismus. Sie sind Teil von Großbritannien, ja. Unsere Interessen sind die ihren. Das hört sich eigentlich viel besser an, ne? Ich nehme das obere. Okay. Ah, Staatsehe ist beendet, okay. Und jetzt ist hier natürlich können wir doch noch hier das zusprechen, oder? Dann sind die doch glücklicher, oder? Um minus 1, wow. Herrscher beschwichtigen wir nochmal wieder. Ja, sieht doch besser aus, ne? Läuft, oder? Ja, das müssen wir hier erholen, ist klar. Was können wir noch bauen? Hier noch einiges. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, reichlich. So, das war's dann. Nehmen wir die Pause wieder raus, dass weiterläuft. So, dann kommen die Hundländer wieder auf uns zu. Akzeptieren wir. Mal wieder eine Ehe, ne? Mit den Holländern. 14 haben sie. Ist fast nix, ne? Ja, was soll man denen da machen mit denen da, ne? Gar nichts, oder? Geldern. Schlechte Meinung von uns. 27 Schiffe hast du gesehen. Handelsschutz, Kriegsgrund gegen Britannia, okay. Da ist auch die Dingens vorbei. Die Revolution im eigenen Land. Ach, guck mal, da sind dann unterschiedliche. Oder? Nee, sah nur so aus. Doch, hier ist was anderes, ne, oder? Achso, da sind die Wolken weg, die Sprachblasen hier weg. Also, nicht wichtig. Okay, wir verlieren Seeleute, können wir nie ändern. Und die haben dann irgendwem den Krieg erklärt. Sehr schön. Und dann gucken wir nochmal rein. Ah, ein Ruf zu den Waffen. Dann ist unser Dingens hin, ne? Wie heißt es? Gegen Hessen. Oh, das können die aber eigentlich auch alleine, ne, oder? Staatsehe akzeptieren wir mit Schweden. Ja. Machen wir Pause. Jetzt ist es weg, so ein Shit. Da ist er gestorben. Der ist Kaiser. Und wir sind nicht mehr mit denen verbündet, oder wie?
Ich wollte da mitmachen, vielleicht. Naja, dann haben wir das halt nicht gemacht. Ist auch nicht so schlimm. Dann lassen wir das mal so laufen. Gegen Hessen? Wer ist denn hier Hessen? Leder, ne? Ja, das schaffen die auch alleine. Sind wahrscheinlich schon durch, sozusagen. Okay, das ist dann auch geklärt. Embargo gegen uns verhängt. Irgendwie haben sie nicht alle, ne? Aber die haben immer die Österreicher noch auf ihrer Seite da, die blöden Bretagner, Bretonen. Schiffsbedarf. Aber hier wäre Skandinavien dabei jetzt, ne? Das wäre schon interessant dann, ne? Okay. Aber warte mal, Bretonien. Machen wir Pause. Ich glaube, die waren noch in Südamerika noch so richtig vertreten, ne? Aber das ist bretonisch-brasilianien. Brasilien. Brasilianien. Eigentlich haben die nur diese vier Provinzen, ne? Davon haben wir zwei, drei. Ne, zwei. Ja. Sollten wir vielleicht hier gucken, dass wir das kriegen, oder? Nochmal. Hamburg, Ferrara. Ferrara hier, ne? Oh, die sind auch nicht klein. Aber eigentlich muss ein bisschen Action her, oder? Wo ist unsere Flotte da? Die schicken wir mal dahin. Mal gucken, wie es weitergeht. Muss nur aufpassen, dass sie nicht vorher Feierabend haben, ne? So, die sind da. Und jetzt machen wir da mal einen raus, oder? Zack. Spätigen. Aber die haben wir ja noch gar nicht hingebracht. Wir sind Helden, ne? Und da kriegen wir ein Darlehensangebot. Ablehnen. Flottenbewegung. Ja. Okay. Die Schlacht haben wir gewonnen, die haben wir verloren. Sehr interessant. Also die kriegen gerade eine auf die Mütze, ne? Oder? Ja. Ich weiß nicht, wo unsere Schlacht immer kaputt geht. Kongo. Abberufen. Ich weiß gar nicht, wann ich den da hingeschickt habe. Kommen unsere Schiffe? Unsere Leute, ja, ne? Ja, da kommen sie jetzt rüber aufs Festland. Die fünf werden auch noch rübergebracht, oder? So, dann sind wir schon mal da. Oh, da sind 25 von denen, da hätte ich ja gar nicht mitgerechnet. Und wir kriegen sofort einen auf die Nase. Jetzt kommen wir auch noch einen nahen Thronfolger hier, ey. Ja, ich glaube, das haben wir aber trotzdem noch vorher verloren, ne, oder? Ja. Schade, ne? Oh, Österreich war auch schon um die Ecke. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass sie so schnell da sind. Schiffe kriegen auch einen da oben. Flotte wahrscheinlich komplett vernichtet jetzt, ne? Okay. Ich glaube, die Schweden sind nicht so schnell um die Ecke, ne? Zack. Geht nicht. Wahrscheinlich, weil wir hier nur Leute haben, die nichts transportieren können, oder? Doch, 20.
Die werden da schon rübergebracht, oder wie sehe ich das? Ja, sieht schlecht gerade aus dann, ne? Müssen wir mal gerade gucken, dass wir ein paar Leute nachkriegen, ne? Fünf. Fünf. Was ist jetzt los? Kein Geld mehr? Das ist ja schlecht. Was kommt hier? Darlehensangebot von Münster lehnen wir natürlich ab. Was ist das? Also wir können investieren. Okay. Flottenmoral erhöht. Jetzt kommt es ein bisschen spät. Aber naja. Was ist das? Ja, den müssen wir mal rufen, ne? Haben wir gar nicht gemacht, wa? Ach so, das kommt dann gleich. Was haben wir hier? Erschaff eine Armee für unser Land. Das müssen wir mal schnell machen. Machen wir nämlich schon. Armee. Gut. Läuft schon mal. Weiterlaufen lassen. So, ach, Schiffe brauchen wir vielleicht auch noch ein paar, oder? Nee, das war falsch. Hier müssen wir hin. Da. Drei Decker. Können wir uns nur einen leisten. Der kommt dann irgendwann spät auch da erst raus, ne? Ist das hier oben Hamburg oder was? Ja. Ja, die sind immer noch dahin und kommen nicht rüber. Ruhm der Armee, sehr interessant. So, da kommen sie alle raus. Die ziehen wir mal gerade zusammen erstmal. Aufstieg der Kaufmannsklassen, in Ordnung. So, da alle hin. Und dann vereinen wir die natürlich. Ja komm, den ziehen wir mit rein, ne? So. Einmal dahin. Und vielleicht sollten wir noch ein paar nachproduzieren. Haben wir doch nicht so viel Geld oder nee, nicht genug Mannstärke. Das wird das Problem sein. Okay, da sieht das jetzt mit den Truppenschiffen nicht so gut aus. Okay. Irgendwie aus Kleve ist Kaiser geworden. Auch sehr interessant. Da sind unsere Schiffe jetzt gerade brach gegangen. Gut. Ach, Adlige, die sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Anspruch auf die Provinz verloren, schlechte Nachrichten. Ja. Läuft gerade nicht so gut, ne? Zentralisierung, okay. Haben wir auch fertig. Hier unten geht militärisch gleich noch was. Okay. Aber uns hat's die Flotte zerrissen, ne?
Da oben werden die Holländer angegriffen. Die haben 97 Schiffe, die Holländer. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Haben aber auch verloren. Oder? Nee, das sind nicht Holländer. Wer waren das? Das waren die Schweden, oder? Oh, die 14 Holländer schlagen sich hier gerade mal, ne? Nicht zu verachten, oder? Wir hatten verloren. Die Hamburger. Die Holländer bleiben, oder? Oder vertue ich mich? Gucken, ob wir diesmal rüber schaffen, ne? Ne, wieder nicht. Da sind wieder Schiffe im Kanal. Ne, lehnen wir natürlich ab. Unzufriedenheit geschürt. Ne, das wollen wir auch nicht. Das machen wir jetzt sofort. Okay. Und dann müssen wir da oben noch was machen. Ja. Was haben wir denn hier? Fernkampf? Fernkampf ist cool. Können wir hier auch was machen? Ich glaube ja, ne? Ja, das ist aber schon. Machen wir das auf jeden Fall. Dann ist das schon mal erledigt. Und wir müssen jetzt unbedingt Schiffe bauen. Da wird ja schon eins gebaut. Nee, da. Erstmal hier. Ordentlich, ne? So, die sind schon mal am Laufen dann. Und danach müssen wir dann weiter gucken. Pause rausnehmen. Dass die Schiffe gebaut werden können. Nächster Schritt ist dann Truppen. Und dann, ja, das waren jetzt Fregatten, ne? Dann müssen wir gucken, dass wir die dann da zusammenziehen. Okay. Quartiermeister gestorben. Ja. Irgendwie haben wir keine Truppen da, ne? Weiter. Wer ist da? Das Friedensangebot schon wieder. Lehnen wir trotzdem ab. Reputation 1. Und ich nehme das untere. Ja, aber ich würde erstmal sagen, für die Runde soll es auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.